Knapp 190 Kilometer Luftlinie zwischen Ried und Klagenfurt. Und dennoch sind so viele Innviertler wie noch nie in der Kärntner Landeshauptstadt uns damit. Servus und grüß Gott aus Klagenfurt. Das große Unico ÖFB Cup Finale steht auf dem Programm. Und punkto Fans steht es jetzt, so kurz vor dem Spiel, bereits 1:0 für die SV Ried. 3000 Fans der Sportvereinigung Ried sind nicht zum Urlaub machen nach Klagenfurt gekommen. Nein, alle sind da, um ihre Mannschaft anzufeuern und wenn es sein muss, bis die Stimmbänder reißen. Natürlich werden wir 90 Minuten durchsingen und wenn wir nicht gewinnen, dann singen wir auch 90 Minuten bei der Heimfahrt durch. Wir wissen, dass wir gegen einen übermächtigen Gegner spielen, ja. Aber es gibt immer Sensationen. Das haben wir eh gesagt, jetzt an Frankfurt, Barcelona und ich glaube, vielleicht haben wir eine Sensation. Tüdelü, tüdelü. Wie? Ende der Durchsage. Wir werden unser Bestes geben und schauen wir, was wir rausholen können aus der Mannschaft mit unserer Stimmung. Ja. Wie war die Anreise? Ja, lustig. Lang? Lang. Lang und lustig. Und sonst noch was? Lustig. Six, six, six. Wir werden 3-0 gewinnen. Weil ein 2-0 durchsetzt ist, werden wir 3-0 gewinnen. Okay, gut, dann halt 3:0 für Ried. Die meisten sind übrigens mit dem Bus gekommen, denn der 12. Mann könnte bei einem knappen Spielverlauf den Unterschied ausmachen. Zur Einstimmung wurde ein beeindruckender Fanmarsch vom Minimundus zum Wörthersee-Stadion organisiert. Ja, der Fanmarsch war wie immer magisch. Anreise war um 7 in der Früh, relativ bald schon. Aber damit sich alles perfekt ausgeht, dann waren wir da noch gemütlich Mittagessen. Um 11 Uhr sind wir angekommen und dann um 2 sind wir losgestartet, Fanmarsch daher. Und jetzt versuchen wir natürlich die Stimmung vom Fanmarsch mit rein auf die Tribüne zu nehmen. Einfach geil, Urlaub genommen morgen, heute bin ich da, Klagenfurt, heute haben wir Cup-Sieger. Es gab damals in Wien wahrscheinlich noch mehr, die mitgefahren sind beim gegen Lustenau. Aber jetzt heute ist trotzdem cool, ja, auch wenn es nur vielleicht halb so viele Fans sind. Aber es ist trotzdem cool, alle sind da, es ist eine Gemeinschaft, es macht einfach Spaß. Stimmung auf Krem, auf jeden Fall 3000 Rieder gegen 1000 Salzburger, was man hört. Weiß man, Ried ist lauter, Ried ist stärker, wird die Mannschaft pushen. Ich glaube viel an Ried und ich hoffe, sie gewinnen, weil dann können wir sie richtig feiern. Wir sind sicher der Außenseiter, aber eins ist fix. Und da trauen wir zweiten, dass wir eins noch gewinnen. Weil, wenn du die Menge anschaust, was da jetzt hergegangen ist, was mitgefahren sind, und das nicht der Wahnsinn ist, dann weiß ich es auch nicht. Unter den Anhängern auch einige bekannte Gesichter, die ihre SV Guntamatic Ried immer unterstützen, als Partner, aber auch als Fans. Alle sind da und alle helfen zu ihrem Verein und ich glaube, es ist ein Zeichen, dass der Verein lebt, richtig stark lebt und ich glaube, damit kann es nicht schief gehen. Also es ist schon lässig, wenn so eine kleine Stadt, eine Region, wie Innviertel mobilisieren kann und wenn man 3000 sind, ist das glaube ich ganz ordentlich. Wir sind sicher mehr wie Salzburger. Ab puncto Fans, glaube ich, steht schon 1:0 für Ried, oder? Salzburg habe ich noch keine gesehen, ne? Also steht es definitiv 1:0. Das haben wir gewonnen, das Game, genau. Und das bin ich super froh, dass die Fans zusammenhalten und dass wir mit über 3000 Leuten gekommen sind. Elf Rieder am Feld und der 12. Mann auf der Tribüne, so kennt man den Traditionsverein aus dem Innviertel, jetzt auch in Klagenfurt. Die SV Guntamatic Ried verliert also dieses Unico ÖFB Cup Endspiel gegen den FC Red Bull Salzburg mit 0:3. Nach dem Spiel haben wir uns aber dennoch bei den Ried-Fans und auch bei den Spielern noch umgehört. Die beste Stimmung haben unsere Rieder gemacht, da bin ich überzeugt. Der Support von allen Leuten, der Fanmarsch, alles ist super organisiert gewesen. Ich glaube, die Freude überwiegt heute die Gemeinschaft von der SV Ried Familie. Ja. Was sagst du zur Mannschaftsleistung heute? Ich glaube, wenn wir so im nächsten Meisterschaftsspiel auftreten, dann bleiben wir in der Liga. Ja, mit dem muss man leben, es ist so. Salzburg war stärker, aber unzufrieden sind wir nicht. Es war unglaublich. Die Leute, die den weiten Weg trotzdem auf sich genommen haben, dass sie uns unterstützen. Und ja, war richtig cool für uns, gefühlt ein Heimspiel am Feld ist beim Aufwärmen schon losgegangen. Riesendank an die Zuschauer und bin natürlich sehr enttäuscht, dass wir ihnen nicht den Titel schenken können haben. Aber nicht nur der Kapitän ist naturgemäß enttäuscht. Es ist bitter, ich denke, wir waren ganz gut im Spiel. Aber für so ein Spiel, da brauchst du immer auch das nötige Quäntchen Glück und den Spielverlauf, den hat man heute nicht und deswegen ist es ja so ausgegangen. Ja. Wir haben gewusst, was alles passieren muss, dass wir Red Bull Salzburg im Finale schlagen können und
es hat ein bisschen was am Schluss gefehlt. In einem Spiel gegen Salzburg muss wirklich alles zusammenpassen, damit wir die schlagen können. Das war heute leider nicht der Fall und darum haben wir verloren. Ich glaube, dass wir trotzdem auch trotz der Niederlage wirklich auch stolz sein können auf die zweite Halbzeit, auf das Auftreten unserer Mannschaft. Wir haben wirklich nur mehr alles probiert. Wenn wir vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen glücklicher gewesen wären heute, dann war vielleicht was drin gewesen, aber man hat trotzdem über weiten Strecken schon den Klassenunterschied gemerkt. Auch wenn die Enttäuschung und der Frust aufgrund der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung natürlich groß ist, bleiben auch viele positive Eindrücke. Also wir sind stolz auf Ried, weil das war eine gewaltige Leistung. Ich meine, wenn man sich anschaut, 150 Millionen Budget gegen 8 Millionen, dann weiß man, was das heißt, wenn man da Salzburg da halbwegs fordern kann. Weil gegen Salzburg kann man sich nicht einmal einen Sieg ausrechnen. Natürlich war es klasse gewesen, wenn wir da den Cup-Finalsieg mitgenommen hätten, aber es überwiegt eher der Stolz. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen hier in Klagenfurt und das war es leider auch schon wieder mit dieser Sondersendung vom Unica ÖFB Cup Finale 2022. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal für die SV Gundermatik-Ried mit einem Cupsieg. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.